gehen und so. Das gibt es jetzt wieder in Deutschland. Aber nicht überall. Einheitliches Konzept fehlt. Darüber sprechen wir mit der Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz nach der Tagesschau mit zusammen. Das Brot dazu. Meine Damen und Herren, aber anders erklärt, will er den Weg für einen notwendigen Neuanfang frei machen. Keller zieht damit die Konsequenz aus einer verbalen Entscheidung. Er hat sich mit einem NS-Richter verglichen. Und damit zurück nach Berlin zu Sascha Hingst und nach der Kultur. Vielen Dank, Susanne Taubner. Wir werden auch, aber Schuhe zu, das können einige nicht so ganz nachvollziehen. Am kommenden Pfingstwochenende öffnet Hamburg die Außengastronomie und schon heute heißt es in den Schulen der Hansestadt willkommen zurück. Alle Schülerinnen und Schüler dürfen wieder im Klassenzimmer unterrichtet werden, allerdings nur im Wechselunterricht. Zeigt uns, die älteren Jahrgänge waren in Hamburg etwas abgeschlossen. Seit lang also und noch viel länger schlagen Eltern bereits Alarm. Wie Munkelung, Uwe. Schule gehen Linda zurzeit nur alle zwei Tage. Wechselunterricht nennt sich das. Ein Modell, das in Deutschland viele Schüler kennen. Wenn ich zu Hause arbeite, dann lerne ich. Warum gibt es Spaghetti denn für mich? Ich würde mir wünschen, dass ich die ganze Klasse sehen kann. Ich kann ja jetzt nur die Hälfte sehen. Sie vermisst total ihre Freunde und hat neulich auch. Die sozialen und psychischen Belastungen über die vielen Monate haben sie sich angestaut, bei Schülern und Eltern. Anna Maria Kubizova kann daher nicht verstehen, dass Familien immer noch keine echte Perspektive haben. Sie engagiert sich deswegen in einer Initiative. Für ihre Tochter wünscht sie sich Präsenzunterricht jeden Tag die Woche. Wenn jetzt einfach auch so viele andere Dinge öffnen, ist diese Verhältnismäßigkeit einfach gar nicht mehr gegeben. Seit Oktober fordert ihre Initiative Luft. Von Malaya, du kon. In zum Lalor. Es heißt Stoßlüften Radler. Ich sehe natürlich schon auch wieder dieses Szenario vom letzten Jahr vor Augen und denke, wir werden da wieder an dieselben Schwierigkeiten stoßen, wie sich das ändert. Denn dann sitzen die Kinder da im Winter und können sich da in Abkühlen. Ein gutes, ihre Tochter kann wieder zum Fußballtraining, aber die in der Zwischenzeit muss ihre Mutter als Ersatzschülerin herhalten. Also, wenn sie mal beurteilen sollte, dann in der Mitte. Vor acht Monaten war das Thema hier. Lecker. Das, was ich höre von den Eltern, zum Beispiel die Videokonferenz, die dann zusammenbrechen, das Teil immer wieder rausfliegen und so weiter. Also, da. Ja. Gut. Kam total. คุณลุงจะนอนแล้วทุกคนรีบกินรีบไปอร่อยค่ะทุกคน